Mr. Stark, Sie wurden der Da Vinci unserer Zeit genannt. Was sagen Sie dazu? Absolut lächerlich. Ich mag ihn nicht. Wie gefällt Ihnen Ihr anderer Spitzname, Händler des Todes? Gar nicht mal schlecht. Es wird gesagt, die beste Waffe sei die, die man niemals abfeuern muss. Ich bevorzuge die Waffe, die man nur einmal abfeuert. Sie haben bis morgen Zeit, um mir meine Rakete zu bauen. Ich sollte längst tot sein. Es sei denn, es gibt einen anderen Grund. Ich weiß jetzt endlich, was ich tun muss. Das sieht nicht wie eine Rakete aus. Was bauen Sie da, Stark? Ich arbeite an etwas Großem. Außerirdisches Leben käme aus dem Weltall, doch es kam aus der Tiefe des Meeres. Durch ein Portal zwischen den Dimensionen im Pazifischen Ozean. Irgendetwas da draußen hat uns entdeckt. Sie haben damit gerechnet, dass die Menschen sich verstecken, aufgeben, versagen. Beginn der Startvorbereitung. Gypsy Danger. Sie haben nicht geglaubt, dass wir in der Lage sind, durchzuhalten, auszuharren und uns der Herausforderung zu stellen. Piloten bereit zum Ankoppeln. Lass uns angeln gehen. Zwei Piloten verbunden mit Neurobridge. Bereit zur Steuerung des Jäger. In 3, 2, 1. Am Rande unserer Hoffnung. Am Ende unserer Zeit. Haben wir uns entschieden, aneinander zu glauben. Heute stellen wir uns den Monstern, die vor unserer Tür stehen. Es gibt keine Apokalypse. Gehört, du bist die ganze Zeit bei deiner Tante. Hängst auf ihrer Couch ab. Zusammen mit meiner Frau und der Kleinen. Das Hartmann. Aber naja, das, was du so machst, kann nicht jeder. Ja, was mache ich denn? Ich werde nur verarscht, Ray. Was denn mit der Kohle? Was ist denn eigentlich los mit dir, Alter? Ich werde ein bisschen was verändern. Wo soll's denn hingehen? Ich wollte nur nach Hause. Das ist mein Sohn! Ich geh wieder ins Haus oder ich mache ihm das Leben zur Hölle! Oh, du kannst doch nicht mit meiner Mutter reden! Wenn du die Chance hättest, die Situation zu verändern, würdest du es tun? Wenn der Beat losgeht, hau rein. Du cruist durch die Straße. Ist klar. Cruising down the street in my 6-4. Ih, das war dope. Ihr hört hier ein paar Jungs aus Compton. Ice Cube, Eazy-E und Dr. Dre. Ich sag's euch, hier wird Geschichte geschrieben. Die Leute haben Angst vor euch. Aber ihr habt was zu sagen. Und das muss die Welt hören. Die wollen NWA? Geben wir ihnen NWA.
Das ist nur die Spitze des Eisbergs, Gentleman. Was ist los? Was hast du da in der Tasche? Verarschst du mich? So ein Ding gehört nicht in den Bus. Diese Songs verherrlichen Gangster und Drogen. Unsere Kunst spiegelt unsere Realität wider. Habt ihr es irgendwie eilig? Das sind Künstler. Rap ist keine Kunst. Sie können nicht hierher kommen und einfach meine Klienten aufgrund ihres Aussehens schikanieren. Ich verspreche es dir. Von nun an wird sich alles ändern. Ich habe keine Ahnung von Hip-Hop. Und ehrlich gesagt ist es auch nicht mein Ding. Aber ich weiß, dass ihr was Besonderes seid. Du willst bei dem Gangster-Scheiß mitmachen? Hauen wir rein. Erzähl ein bisschen Wahrheit und die Leute rasten aus. Das sind nicht die Crips oder Bloods. Das ist eine Drohung unserer Regierung. Die wollen uns vorschreiben, welchen Scheiß wir spielen dürfen. Aber wir sind NWA. Yo, Dre. What up? I got something to say. Mann, wenn wir weitermachen, können wir die ganze Welt übernehmen. Das ist nicht real. Das ist nicht real. Das ist nicht real. Das hier passiert nicht. Kate, sagen Sie mir, dass das hier nicht passiert. Wie ich höre, gibt es da was, das Ihnen nicht gefällt? Wir haben einen Kometen entdeckt, einen sehr großen Kometen. Oh, schön für Sie. Er steuert direkt auf die Erde zu. Dieser Komet ist ein sogenannter Planetenkiller. Zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, sollten wir die Ruhe bewahren und sondieren. Ruhe bewahren und sondieren? Ruhe bewahren. Und sondieren. Erst bewahren wir die Ruhe und dann verdauen wir es. Das ist die Sondierungsphase. Das ist die schlechteste Nachricht in der Geschichte der Menschheit. Er hat uns einfach abblitzen lassen. Was machen wir jetzt? Wir müssen die Information veröffentlichen. Lassen wir es durchsickern. Unsere Gäste heute haben eine ziemlich große Entdeckung im Weltraum gemacht. Wie groß ist das Ding? Kann es das Haus meiner Ex-Frau zerstören? Wäre sowas denkbar? Es besteht eine hundertprozentige Chance, dass wir alle sterben werden. Kate? Okay. Gut, der schicke Astronomieprofessor darf gerne wiederkommen. Die schreiende Lady. Nicht so gern. Nicht so gern. Wir werden die Nachricht da draußen verbreiten, wie auch immer. Es gibt ihn und er kommt auf uns zu. FBI! Großer Gott, wieso rufen Sie mich nicht einfach an? Die Rohstoffe des Kometen haben einen Wert von 140 Milliarden Dollar. Was haben diese Milliarden für eine Bedeutung, wenn wir alle sterben? Also, oh nein, wir Respekt könnten reich werden. Das wäre furchtbar. Na los! Echt, ihr habt einen Kometen entdeckt? Ich habe ein Tattoo von einer Sternschnuppe auf dem Rücken. Oh, das ist spitze. Das könnte eine Katastrophe werden. Das ist bereits eine Katastrophe. Du bist die aus dem Fernsehen, die meinte, wir sterben alle. Nein. Juhu, oh, Scheiße, das ist ja Geld! Leben kriegst du mich niemals! Da ist er! Ein Riesenkomet! Hier auf die Erde! Zuhause! Hey! Sehen Sie ihn? Kann ich nicht. Ich hab einen Sack über dem Kopf! Ich bat das FBI, ihn den Sack über den Kopf zu ziehen. Macht sonst nur die CIA, aber ich habe sie darum gebeten. Habe ich mir schon gedacht. Oh gut, denn genau so war's und es war sehr lustig und cool. Neue Visitenkarte, was haltet ihr davon? Sehr schön. Hey, Drake, du bist so süß. Jean? Ja, Patrick? Würden Sie mich zum Abendessen begleiten? Sabrina, warum tanzt du nicht ein wenig? Christy, geh runter auf deine Knie. Wir sind noch nicht fertig. Das ist ein wundervoller Anzug. Er sieht so weich aus. Ich glaube nicht, dass ich mich beherrschen kann. Wenn Sie bleiben, wird etwas Schlimmes passieren. Ich fühle mich tödlich, an der Schwelle zur Raserei. Ich glaube, meine Maske der Zurechnungsfähigkeit ist dabei, abzugleiten. Haben Sie Zeugen oder Fingerabdrücke? Genau genommen, ja. Du bist unmenschlich. Ich weiß, mein Verhalten kann hin und wieder ganz schön sprunghaft sein. Und, was machst du so? Nun, ich befasse mich hauptsächlich mit Exekutionen und Morden.
Ich besitze alle Merkmale eines menschlichen Wesens. Ich habe aber keine einzige klar identifizierbare Emotion. Ich bin ganz einfach nicht da. Nick Dunn, Sie sind im Moment wahrscheinlich der meistgehasste Mann Amerikas. Haben Sie Ihre Frau umgebracht, Nick? Alle haben uns immer und immer wieder gesagt, die Ehe ist harte Arbeit. Nicht für mich und Nick. Wie Sie alle wissen, ist meine Frau, Amy Elliott Dunn, vor 3 Tagen verschwunden. Ich habe nichts mit dem Verschwinden meiner Frau zu tun. Ich habe nichts zu verbergen. Hat Amy Freunde, die wir befragen können? Nein, eigentlich nicht. Sie wissen nicht, ob sie Freunde hat. Sie wissen nicht, was sie den ganzen Tag so macht. Sie wissen nicht, welche Blutgruppe ihre Frau hat. Alles netter Kerl. Alle können sich hier selbst davon überzeugen. Mann, du kannst ihn wirklich nicht leiden, oder? Ich bemühe mich doch nur, freundlich zu sein zu den Leuten, die freiwillig mithelfen, Amy zu suchen. Ich werde üben, so zu tun, als würde mein Mann mich lieben. Aber vielleicht irre ich mich. Haben Sie den mit der Brille schon mal gesehen? Amy ist der Typ Frau, die Bewunderer anzieht. Wer immer sie hat, wird sie wieder loswerden wollen. Ich hoffe, Sie können mir sagen, was das ist. Wollen Sie mit Amy auf Schatz suchen? Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Ja, an die erinnere ich mich. Ich kenne sie. Sie waren Freiwilliger bei der Suchaktion. Ich wollte nur helfen. Was wollte sie? Sie wollte eine Waffe. Wir sind alle in Sorge, aber wir haben einander. Ich fühle mich wie etwas, das man wegwirft, wenn man es nicht mehr braucht. Ich fürchte, es gibt mich bald nicht mehr. Das Typische für den Soziopathen ist der Mangel an Mitleid. Amy hat hier viel Blut verloren und jemand hat es aufgewischt. Wer wischt das Blut auf, wenn man ein Verbrechen vortäuschen will? Was immer Sie gefunden haben, es ist offenbar extrem belastend. Mir ist jetzt endlich klar geworden, ich habe Angst vor meinem eigenen Mann. Ich couche Sie, wie für eine eidesstattliche Aussage, was Sie sagen dürfen und was nicht. Ein dressierter Affe also. Ein dressierter Affe, der Hinrichtung entgeht. Die wird dich auseinandernehmen. Sie haben sie geschlagen? Ist es nicht gut genug für dich? Geschlagen? Es ist die Hölle! Definitiv nicht, nein, ich habe sie nicht angerührt. Wir glauben inzwischen, dass Nick schuld ist am Verschwinden unserer Tochter. Ohne Leiche, ohne Mordwaffe, können die nur hoffen, dass sie ein Geständnis ablegen. Weiß jemand schon genaueres? Sei endlich ehrlich zu mir. Wie war eure Ehe, Nick? Fragst du, ob ich meine Frau umgebracht habe? Mein Traummann. Dieser Mann könnte mich umbringen. Und was ist mit meiner Sicht? Nick. Dieser Mann könnte mich umbringen. Ihre eigenen Worte. Dieser Mann könnte mich tatsächlich umbringen. Kennst du das Sprichwort, die einfachste Antwort ist meistens die richtige? Ja, aber ich glaube eigentlich nicht, dass es stimmt. Ich möchte mit dir ein Spiel spielen, Ray. Ich will kein Spiel spielen. Ich habe gesagt, ich will spielen, Raymond. Okay. Na bitte. Denken wir uns für die Geschichte eine Figur. Deinen Boss, Mickey Pearson. Du bist zu schlau, um uns zu erpressen, Fletcher. Die sanfte Mary Jane ist meine Braut. Das juckt doch keinen. Sie sollten lieber über mein Angebot nachdenken. Ich bin nicht käuflich. Ich darf nicht alles über die verschiedenen Rollen verraten. Aber unser Protagonist ist ein hungriges Raubtier. Es geht natürlich um viel Geld, ist ja immer so. Der Gegenspieler unseres Helden tritt wie ein regelrechtes Feuerwerk auf. Er heißt Fuck, aber mit PH, also Verhack. Bitte! Komm, Verhacking runter. Bitte! Fuck. Wenn du Qualm riechst, dann weil es irgendwo brennt. Das Feuer würde ich ganz schnell löschen. Diese Leute räumen den Laden auf. Und du bist ein Teil des Ladens. Der Löwe überlebt im Dschungel nicht, indem er so tut, als wäre er der König. Er muss der König sein. Genial! Es gibt nur eine Regel in diesem Dschungel. Der Löwe frisst, wenn er Hunger hat. Ihr habt also einen umgebracht. Nein, eigentlich war das eher die Schwerkraft. Willkommen bei der Miami Mutual Bank. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gern diesen Scheck hier einlösen und Sie dann auf ein saftiges Steak einladen. Oh. Sind Sie wirklich ein echter Pilot? Klar, mein kleines Fräulein. Der Jumpseat wäre noch frei. Ich bin schon eine Weile nicht mehr geflogen. Wo war nochmal der Jumpseat? Dr. Connors, bitte in die Notaufnahme. Dr. Connors, bitte in die Notaufnahme. Es gibt unwiderlegbare Beweise dafür, dass der Angeklagte lügt. Special Agent Henretti, FBI. Hallo, Carl.
Wir erwischen dich sowieso. Ist wie in Vegas. Am Ende gewinnt immer die Bank. Hier fliegt irgend so ein Spinner rum, der so tut, als wäre er Pilot. Der James Bond der Lüfte. Hallo, Pussy. Du bist mit Abstand die beste Frau, die ich je hatte. Er ist zu jung, deshalb gibt es keine Akte von ihm. 30 Milligramm Codein, alle 4 Stunden. Sehen Sie das auch so? Sehe ich auch so. Dr. Harris? Ja? Sehen Sie das auch so? Wasser? Ich muss Ihnen leider mitteilen, Ma'am, dass Ihr Sohn ein Scheckfälscher ist. Ich möchte diesen Gehaltscheck hier gerne einlösen. Ich arbeite hier sonntags in der Kirche. Sagen Sie mir, was Ihnen schuldet. Sie bekommen das Geld. 1,3 Millionen Dollar. Ich werde jetzt 8 junge Damen auswählen, die bei der Pan Am eine Ausbildung zur Stewardess machen dürfen. Südamerika, Australien, Singapur. Die sind so perfekt, dass es nicht mal der Bank auffällt. Was willst du? Mich entschuldigen. Du rufst doch nicht an, um dich zu entschuldigen. Du hast keinen anderen, den du anrufen kannst. Ich suche Ihren Sohn. Ich würde Ihnen meinen Sohn niemals ausliefern. Wären Sie ein Vater, würden Sie das verstehen. Hören Sie auf, mich zu verfolgen. Ich kann nicht aufhören, das ist mein Job. Siehst du, wie die Leute dich anstarren? Alle drehen sich nach dir um und fragen sich, was du heute Abend wohl vorhast. Was hast du heute Abend vor, Frank? Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud, a terrain on my parade. Sir, er entwischt uns. Nein, Carl, ihn entwischt er. Nobody had a better rain on my fröhliche Weihnachten! Parade. Bald habe ich dich und dann wanderst du ins Gefängnis. Erst müssen sie mich schnappen! Du weißt, alles, was ich tue, gefährdet dich und Mom. Ich will nicht, dass euch was passiert. Seit den letzten Spielen hat sich etwas verändert. Ich kann es sehen. Was siehst du? Hoffnung. Du hast uns gerettet, das weiß ich. Aber ich kann nicht weiter für die Kameras etwas vorspielen. Und im wahren Leben ignorieren wir uns. Sie ist nicht die, für die Sie alle halten. Sie muss eliminiert werden. Das stimmt, aber auf die richtige Art, zur richtigen Zeit. Wir müssen verschwinden, bevor sie uns töten. Und sie werden uns töten. Das Volk will kämpfen. Ich werde bleiben. Sie haben bei den Spielen sehr hart gekämpft, Miss Everdeen. Aber es waren Spiele. Möchten Sie einen echten Krieg erleben? Stellen Sie sich vor, Tausende Ihrer Leute tot. Ihre Familie ausgelöscht. Was muss ich tun? Dies ist das 75. Jahr der Hungerspiele. Die Tribute werden aus den bisherigen Siegern ausgelost. Katniss! Ich muss mich noch verabschieden. Katniss! Was machen wir jetzt? Das werden diesmal völlig andere Spiele. Die 75. Hungerspiele! Bist du bereit? Katniss Everdeen, das Mädchen, das in Flammen steht! Ich möchte, dass ihr alles vergesst, was ihr über die Spiele zu wissen glaubt. Letztes Jahr war es ein Kinderspiel. Dieses Jahr bekommt ihr es mit erfahrenen Killern zu tun. Noch ein letzter Rat? Bleib am Leben. Vergiss nicht, wer der wahre Feind ist. Ich garantiere euch, an irgendeinem Punkt läuft einfach alles schief. Bereit! Und dann sagt man, das war's. Vorsicht! Rodney! Das ist mein Ende. Commander, Mark ist tot. Wir müssen sofort weg! Man kann das entweder akzeptieren oder an die Arbeit gehen. Das wird meine Crew ganz schön überraschen. Und die NASA. Und die ganze Welt. Aber ich lebe noch.
Überraschung. Der Haken ist, es dauert 4 Jahre, bis mich eine andere Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Ich brauche also Wasser und Nahrung auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Aber wenn ich es nicht schaffe, die NASA zu kontaktieren, spielt das auch keine Rolle mehr. Wir haben eine Videonachricht erhalten. Mein Gott. Watney lebt noch. Wir holen dich ab, Watney. Noch Fragen, Neil Armstrong? Okay, rechnen wir es durch. Ich habe genug Essen für 50 Tage. Er wird verhungern lange, bevor wir ihm helfen können. Das heißt, ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Er ist 50 Millionen Meilen weit weg von zu Hause, vollkommen allein. Was denkt er wohl gerade? Ich bin der größte Botaniker auf diesem Planeten. Ich weiß, wie wir ihn retten können. Aber wir brauchen die Hermes Crew. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass einer stirbt oder eine geringe, dass 6 sterben. Ich setze ihre Leben nicht aufs Spiel. Das ist wichtiger als eine Person. Nein, ist es nicht. Die NASA hat die Mission abgelehnt. Also wenn wir das machen, reden wir über Meuterei. Wenn etwas schief läuft, sterben wir. Ist Ihnen klar, wie verrückt das ist? Sie haben keine andere Wahl. Egal was passiert, sag der Welt, sag meiner Familie, dass ich nie aufgehört habe zu kämpfen, um nach Hause zu kommen. Auch wenn Sie noch nie einen Vincent Chase-Film gesehen haben, kennen Sie doch bestimmt seinen Namen. Chase stammt aus armen New Yorker Verhältnissen, wie seine 3 engsten Freunde. Freunde, mit denen er heute noch zusammen ist. Hey, Jungs! Wir sind gleich wieder hier. Niemand geht weg! Außer dir, du kannst abhauen. Vinny Chase. Ari Gold. Ich habe gehört, du hast was für mich. Mein erster Film als Studio-Boss und boom. Ich will, dass du der Star bist. Bei meinem nächsten Projekt will ich auch Regie führen. Ari. Weiß Vince, wie das geht? Ari? Wenn der Film floppt, wird Vince sich davon nicht erholen. Genauso wenig wie ich und auch du. Jetzt könnte es hässlich werden. Glaub mir, es ist alles gut. Oh mein Gott. Der Arzt meint, es kommt jeden Augenblick. Was ist los? Wir haben ein Sextape. Wir brauchen mehr Geld. Bis dann. Von mir aus kann es gern weitergehen. Jo, Vinny, hat deine Freundin dich aus dem Schneideraum rausgeschmissen? Nein, mein Co-Finanzier. Echt? Meine Jungs brechen die Tür für dich auf. Ich hab Hamster hier, der ist irre. Ich bin irre. Sie sind der Tod? Ja, das stimmt. Nein, Sie sind ein junger Mann, der einen Anzug trägt. Der Anzug gehört zu dem Körper, in den ich geschlüpft bin. Mr. Parrish, wird der Gentleman zum Abendessen bleiben, Sir? Ja. Wenn ich sage, wer Sie sind, würde wohl keiner zum Abendessen bleiben. Hat dein Freund einen Namen? Entschuldigung, das ist, Joe. Darf ich Sie etwas fragen? Passe ich mich gut an? Es ist nicht zu fassen. Sie sind sicher verheiratet? Nein, bin ich nicht. Schwul? Was ist das? Erdnussbutter, Sir. Ein echter Genuss, diese Erdnussbutter. Darf ich vorstellen, Joe Black. Er leistet uns heute Gesellschaft. Einziger Tagesordnungspunkt ist heute die Annahme von John Barnicues großzügigem Angebot. Ich hätte gerne noch ein paar von diesen köstlichen Keksen und eine Tasse Tee mit Milch, bitte. Sonst noch Wünsche, Mr. Black? Du magst die, nicht wahr? Darf ich dich küssen? Oh ja. 2 Dinge fürchtet jeder im Leben, den Tod und die Steuer. Tod und die Steuer? Ja. Was für eine seltsame Kombination. Wer ist Joe Black? Er wohnt in Bills Haus und weicht nie von seiner Seite. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe weiche Knie. Sie überbringen mir die schlimmste Nachricht, die man bekommen kann, und jetzt flirten Sie auch noch mit meiner Tochter. Ich liebe ihn. Es ist mir egal, ob du ihn lebst. Ganz ruhig, Bill. Sonst bekommen Sie noch einen Herzinfarkt und vermasseln mir meinen Urlaub. Universal Pictures präsentiert... Ich liebe einen Mann
Aber ich weiß nicht, wer er ist. Brad Pitt. Ich bin nur aus einem einzigen Grund hier. Ich will Susan. Sie verstoßen gegen die Gesetze des Universums. Anthony Hopkins. Sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort und es ist die falsche Frau. War das eine Drohung? Ja, das hoffe ich doch sehr. Und Claire Forlani. Ich möchte bei dir sein, Joe. In einem Martin Brest-Film. Ich liebe ihre Tochter. Und heute Nacht werde ich sie mitnehmen. Was geschieht mit mir, Joe? Ich habe das Gefühl, als würden wir die Erde verlassen. Mein Name ist Molly Bloom. Sie kennen mich? Ich habe Ihre Anklageschrift gelesen und Ihr Buch gekauft. Ihnen wird vorgeworfen, illegales Glücksspiel zu betreiben. Nehmen Sie mich als Mandantin an. Meine Partner werden wohl kaum die Pokerprinzessin vertreten wollen. Eine Prinzessin hätte wohl kaum geschafft, was ich geschafft habe. Ich habe kapiert, dass Sie nichts von mir halten, aber vielleicht liegen Sie mit all Ihren engstirnigen Vorurteilen ja schlichtweg falsch. Würde mich überraschen. Ich habe alle Namen in dieser Geschichte geändert, außer meinen eigenen. Hey Molly, bei meiner wöchentlichen Pokerrunde in der Cobra Lounge hilfst du mir. Ich war in einem Raum mit Filmstars, Regisseuren und Wirtschaftsbossen. Und sie gingen auf volles Risiko, jedes Mal. Danke Molly. Das ist für dich. Vielen Dank. Irgendwann war es an der Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Jeden Dienstagabend in dieser Suite. Mindesteinsatz 250.000. Das wird eine Riesenwelle machen. Spielen wir. Sie haben 8 Jahre in Hollywood und 2 Jahre in New York die exklusivste und dekadenteste Männerhöhle betrieben. Und die anderen Namen hier auf Ihrer Anklageschrift? Klartext, wie weit reichen Ihre Verbindungen zur Russenmafia? Du steckst da so tief drin. Sie schulden dir inzwischen schon 2,8 Millionen. Irgendwann platzt die Bombe. Du hast ein Multimillionen-Business aufgebaut. Nur mit Köpfchen. Ich werde mich vor Gericht verantworten müssen. Niemand ist vollkommen. Es gibt ein neues Angebot. Völlige Straffreiheit, wenn wir die Festplatten aushändigen. Sie wissen, was da drauf ist. Familien, Leben, Karriere würden zerstört werden. Warum sind Sie dann auf sich allein gestellt? Wo sind die Leute, die Sie schützen, weil Sie nicht die ganze Geschichte erzählen? Ich habe eine kleine Überraschung für dich, mein Sohn. Nein, 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 Dad! Oh, das kann nicht dein Ernst sein. Ja, stimmt. Du bekommst keinen Porsche. Ich sag dir mal was, Junge. Nicht der Fahrer sucht das Auto aus. Das Auto sucht den Fahrer aus. Das ist eine mystische Verbindung zwischen Mann und Maschine. Hey, das ist mein Auto! Sehen werden, ist absolut geheim. Guter Gott, was ist das? Wir werden angegriffen! Wir stehen vor einem Krieg gegen eine technologisierte Zivilisation, die uns weit überlegen ist. Unser Feind kann jede Form annehmen. Sie könnten überall sein. Von Regisseur Michael Bay. Nein, 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 weg hier! Und von Produzent Steven Spielberg. Nein! Er wird euch nichts tun! Ich fahre, du schießt! Du musst einsteigen, vertrau mir! Oh mein Gott! Don't care if it hurts. Wanna have control. Wanna perfect body. Wanna perfect soul.
Ich muss irgendwas Bedeutsames tun, damit die Clubs auf mich aufmerksam werden. Warum? Weil sie exklusiv sind, Spaß machen und zu einem besseren Leben verhelfen. Die Menschen wollen ins Internet und wissen, was ihre Freunde machen. Also baue ich eine Website, die das anbietet. Ich rede davon, sämtliche sozialen Erlebnisse im College online zu stellen. Die Seite hat in 2 Stunden 2200 Klicks erzielt? 1000. 22.000. Diese Idee kann Millionen Dollar wert sein. Millionen? Er hat unsere Website geklaut. Die behaupten, wir hätten Facebook geklaut. Ich weiß, was da steht. Und, haben wir? 1 Million Dollar ist nicht cool. Weißt du, was cool ist? 1 Milliarde. Du wirst auf der Strecke bleiben. Das dreht sich schneller, als ich... Was meinst du mit auf der Strecke bleiben? Verklagen wir ihn. Vor dem Bundesgericht. Ich kann es kaum erwarten, über deine Schulter zu sehen, wenn du uns den Scheck ausstellst. Wenn ihr die Erfinder von Facebook wärt, dann hättet ihr Facebook auch erfunden. Gibt es irgendetwas, was du mir sagen möchtest? Dein Handeln hätte beinahe alles zerstört, an dem ich gearbeitet habe. Wir gearbeitet haben. Warst du gern der Teufel? Willst du das wieder sein? Mark! Das ist unsere Zeit. Ihm wird vorgeworfen, absichtlich gegen Sicherheitseinrichtungen verstoßen, Urheberrechte verletzt sowie die Privatsphäre Einzelner verletzt zu haben. Ihr bester Freund verklagt sie auf 600 Millionen Dollar. Was die Anschuldigungen betrifft, so denke ich, verdiene ich etwas Anerkennung von diesem Gremium. Wie bitte? Ja. Ich verstehe nicht ganz. Welchen Teil? Lebt es in einem Dschungel? Nein. Ist es richtig schnell? Nein. Lebt es vielleicht in den weiten Ebenen Afrikas? Nein. Hey! Was ist da los? Bin gleich wieder da. Daddy, sei vorsichtig. Jerry? Steigen Sie sofort wieder ein! Bleiben Sie in Ihrem... Jerry, was ist los? Passiert das weltweit? Kommen die woanders besser damit klar? Wissen wir nicht. Ich hab Angst. Glaubst du denn, sie kommen? Sie kommen. Fertig. Lauft, Leute, lauft! Kommt! Sie müssen uns helfen. Sie wollen, dass ich meine Familie im Stich lasse. Ich zwinge Sie zu nichts. Aber tun Sie nicht so, als wären Sie nicht der Richtige für den Auftrag. Liebling? Sag den Kindern, ich komme zurück. Schatz! Keine Angst, ich komme wieder zurück. Habt ihr euch schon kennengelernt? Was soll das alles, Dom? Ja, Mann, warum hast du uns um die halbe Welt geschleift? Weil wir einen Job haben. Das Ding ist streng geheim. Wir sind wieder raus, bevor die merken, dass wir da waren. Wir reden ernsthaft davon, in eine Polizeistation einzubrechen. Das ist doch verrückt. Das sind 100 Millionen Dollar. Was sagst du? Ich bin dabei. Ist alles wirklich nötig, um 2 Männer festzunehmen? Einer ist ein ehemaliger FBI-Beamter, war 5 Jahre untergetaucht. Der andere ist ein professioneller Verbrecher. Ist schon 2-mal ausgebrochen. Wir finden sie, wir nehmen sie fest und wir bringen sie zurück. Und vor allem lassen wir sie nie, niemals in ihre Autos steigen. Wir sind jetzt auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher an der Spitze.
Jetzt sind wir wieder auf der Flucht. Flucht ist keine Freiheit. Ich mach dich fertig. Du machst einen Fehler. Die Kacke war gerade am Dampfen. Aber jetzt droht sie verdammt nochmal überzukochen. Das ändert gar nichts. Es besteht die Möglichkeit, dass wir früher oder später hinter Gittern landen oder irgendwo in einem Graben verscharrt werden. Aber nicht heute. Was ist der widerstandsfähigste Parasit? Eine Idee. Eine einzige Idee des menschlichen Verstandes kann Städte entstehen lassen. Eine Idee kann die Welt verändern, alle Regeln neu bestimmen. Und deshalb muss ich sie stehlen. Schaffe niemals etwas aus deiner Erinnerung. Stell dir immer neue Orte vor. Er versteckt etwas und wir müssen herausfinden, was es ist. Wir müssen hier raus. Gib ihm einen Tritt. Das war nicht Teil des Plans. Deck mich auf! Eins sollten Sie über mich wissen. Ich bin auf eine sehr besondere Form von Security spezialisiert. Unterbewusstseins-Security. Sie sprechen von Träumen. Mr. Korb hat einen Job anzubieten, über den er gern mit Ihnen sprechen würde. Ist das ein Praktikum oder so? Nicht so ganz. Wir erschaffen die Welt des Traumes. Wir bringen die Testperson in den Traum hinein. Und sie füllt ihn mit ihren Geheimnissen. Und sie brechen ein und stehlen sie? Naja, es ist streng genommen nicht ganz legal. Wir nennen es Inception. Ich bin soweit. Ich glaube, ich habe einen Weg zurückgefunden. Und dieser letzte Job, der bringt mich dorthin. Während man träumt, fühlt sich alles real an. Dass irgendwas merkwürdig war, erkennen wir erst, wenn wir wieder aufgewacht sind. Sie hatten die Verantwortung! Sie sind nicht darauf vorbereitet! Der Traum stürzt ein. Ich hab's unter Kontrolle. Wie sieht ein außer Kontrolle aus? Hab bloß keine Angst, von einer größeren Kanone zu träumen. Umbrella Corporation, die Nummer 1 in der Hautpflege, bringt mit Regenerate einen Durchbruch in der Biotechnologie. Mein Name ist Alice. Ich habe für die Umbrella Corporation gearbeitet. Doch dann gab es einen Unfall. Und alle starben.
Das Problem war, sie blieben nicht tot. Wer nach dem perfekten Menschen strebt, muss Opfer bringen. Es gab einen Zwischenfall. Wie schlimm ist es? Das Labor wird nochmal geöffnet. Ich will wissen, was sich da unten abgespielt hat. Sir, da drin ist was. Der Virus verbreitet sich schneller, als man es für möglich halten konnte. Schließen Sie die Tore. Aber unsere Männer befinden sich... Tun Sie es! Wir sind nur Versuchskaninchen. Man hat uns gerade geopfert. Jetzt müssen die, die zurückgelassen wurden, wir bringen dich nach Hause, sich einem Feind stellen, der stärker ist als der Tod. Was war das? Wir haben kaum noch Munition. Vorwärts! Ich bin gut. Aber so gut auch nicht. Irgendwas haben die mit mir gemacht. Irgendwas verändert. Ein Konzern. Nemesis läuft jetzt volle Kraft. Tut alles, um sein dunkles Geheimnis zu begraben. Du weißt genau, wie weit Umbrella gehen würde. Ich habe für die gearbeitet. Das war mein größter Fehler. Fertig machen zum Feuer. Mein Name ist Jordan Belfort. In dem Jahr, als ich 26 wurde, habe ich 49 Millionen Dollar verdient. Schöne Scheiße, 3 mehr und es wären 1 Million pro Woche gewesen. Inzwischen kennt man uns. Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt oder fällt oder sich seitwärts entwickelt. Sie kennen doch Fugazi. Nein, Fugazi, das ist eine Fälschung. Fugazi, Fugazi, Wahnsinn, Schwachsinn, alles Feenstaub. War das alles legal? Natürlich nicht. Wir hatten so viel Kohle, dass wir nicht wussten, was wir damit machen sollten. Ich arbeite nicht für dich, Mann. Solange mein Geld an deinen Titten klebt, arbeitest du für mich. Was ist los, Daddy? Oh mein Gott. FBI, kann ich Ihnen vielleicht einen Drink anbieten? Nein, im Dienst dürfen wir nicht trinken. Logo. Wie genau funktioniert das? Auf der Scheibe ist ein Dollarzeichen. Und dann werden sie dagegen geworfen. Sie bleiben kleben. Das ist ihre Gabe, okay? Man kann sie werfen wie einen Pfeil. 1, 2, 3! Stopp! Ist das sicher? Sonst Sicherheit geht vor, das muss klar sein. Ich will mir nicht den Ruf versauen. Kommen Sie. Ich war blind, doch jetzt kann ich sehen. Eine Tablette täglich und ich war ohne Limit. Ich bekam Lust auf Kultur. Seit wann sprichst du Italienisch? Ich beendete mein Buch in 4 Tagen. Reden wir nochmal über meinen Vorschuss. Mathematik wurde nützlich. Aus 12.000 wurden 2,3 Millionen in 10 Tagen. Ein verblüffender Kerl. Also, Eddie Mora, Sie wissen, dass Sie ein Freak sind. Was ist Ihr Geheimnis? Medikamente. Ihre Fähigkeiten sind eine Gabe Gottes oder wer auch immer Ihr Leben lenkt. Ich räume Ihnen einen Kreditrahmen ein. Sie wollen sicher ein paar Spielsachen haben. Wie viele von uns wissen schon, wie es ist, eine perfekte Ausgabe seiner selbst zu werden? Was soll es kosten? 12,5. In Ordnung. Alles, was ich habe, möchte ich mit dir teilen. Was ist, Schatz? Denkst du wirst beobachtet?
Mein Gehirn setzt zeitweise aus. Ich kann mich an die letzten 4 Tage nicht erinnern. Ihre Fähigkeiten sind nur geliehen. Sie werden uns damit noch umbringen. Was passiert, wenn Ihnen der Stoff ausgeht? Sie sterben. Es gibt kein Szenario, in dem Sie dieses Leben führen und nicht für mich arbeiten. Kein Szenario? Ich sehe jedes Szenario. Ich sehe 50 Szenarien. Das macht das Zeug, Karl. Ich bin Ihnen 50 Schritte voraus. Ist es das wert? Was würdest du tun? Ein Sturm zieht auf. Sie scheinen sich darauf zu freuen. Ich bin anpassungsfähig. Was bist du? Ich bin Gothams Bestrafung. Haben die ihn getötet? Ich bin nicht sicher. Warum tötest du mich nicht einfach? Deine Strafe muss härter sein. Glaubst du, er kommt zurück? Ich weiß es nicht. Warum bist du geflohen? Wegen Bane? Du solltest ihn ebenso fürchten wie ich. Ich werde sie nicht begraben. Ich habe genug Mitglieder der Wayne-Familie begraben. Du schuldest diesen Leuten nichts mehr. Du hast ihnen alles gegeben. Nicht alles. Noch nicht. Mir verboten, bei fremden Männern ins Auto zu steigen. Das ist kein Auto. Wenn du ohne mich nach Vegas fahren willst, ist das völlig in Ordnung. Was redest du da für einen Quatsch? Naja, Phil und Stu sind deine Kumpels und das ist dein Junggesellenabschied. Und die beiden lieben dich. Jungs und ihre Junggesellenpartys, das ist eklig. Ja, das ist... echt eklig. Ich wünschte, deine Freunde wären genauso erwachsen wie du. Die sind erwachsen eigentlich. Du musst sie besser kennenlernen. Anruf für Dr. Warmduscher. Und das ist Vegas. Auf eine Nacht, die wir nie vergessen werden. Ja, cheers. Was ist letzte Nacht passiert? Scheiße! Sag mal, fehlt mir dein Zahn? Wem gehört denn das Baby? Hat's ein Halsband mit Adresse? Ich habe überall gesucht, niemand hat Duck gesehen. So einen üblen Kater hatte ich noch nie. Was hast du denn da am Arm? Du warst gestern im Krankenhaus. Es ist jetzt einfach nur wichtig, dass wir Duck finden. Hier ist Ihr Wagen, Officer. Oh Gott. Nein, ich glaube, da war nur Sie und so ein anderer Typ. Ging's ihm gut? Ja, bestens. Er war nur völlig besoffen. Oh Scheiße, waren wir fertig. Können Sie uns vielleicht sagen, was letzte Nacht passiert sein könnte? Hey, Glückwunsch, du. Du bist verheiratet. Sie trägt den Holocaust-Ring meiner Großmutter, Leute. Ich wusste gar nicht, dass Sie da Ringe verteilt haben. Diese Gentlemen möchten uns demonstrieren, wie Elektroschocker benutzt werden, um Verdächtige außer Gefecht zu setzen. Sekunde, was? Voll in die Fresse! Voll in die Fresse! Bist du ausreichend qualifiziert, um dich ums Baby zu kümmern? Oh mein Gott! Wir heiraten in 5 Stunden. Ja, das kannst du vergessen. Was soll der Scheiß?
Mike Tyson? Gleich kommt meine Lieblingsstelle in dem Song. Er kann's noch. Some fucking chemical in your brain. Hello! That makes us different from animals. Makes us all the same. Habt ihr euch verlaufen? Ich kenne mich hier aus. Na, was sagt ihr? Laut Reiseführer geht's hier lang. Aber ich kenne einen besseren Weg. Denkt immer dran. Alles wird gut. Ah! Oh mein Gott, Aaron! Aaron! Ah! Bis dann! Er gefällt dir. Ich glaube nicht, dass er sich an uns erinnern wird. Hours. Demnächst im Kino. Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Gib mir mal dein Händchen. Tapfer gekämpft. Komm zu mir heute Nacht und stell dich deinem Schicksal. Wir haben ihn am Leben gelassen, damit er im richtigen Moment sterben kann. Du musst ihn zu mir bringen. Finde raus, wo er ist. Wenn wir ihn finden, können wir ihn aufhalten. Am besten wir springen. Jetzt! Ist in Gefahr. Besetzt sämtliche Zugänge, beschützt uns. Ich muss zurückkehren, oder Sir? Das ist ein Himmelfahrtskommando. Der Junge, der überlebt hat. Komm her und stirb. Ich
Erzählen Sie ihnen, was in jener Nacht passiert ist. Wie Sie diesem Mann in die Augen sahen. Ihm, der ihnen vertraut hat und ihn getötet haben. Ich wollte nie, dass einer von euch für mich stirbt. Seid immer in meiner Nähe. Wo du auch hingehst. Bis zum Ende. Nein! Komm schon, Tom. Beenden wir so, wie wir es angefangen haben. Zusammen! Nur ich kann ewig leben. Wie schön, Sie wieder bei uns zu sehen, Mr. Wick. Du musst das für mich erledigen. Nein, ich habe mich geändert. Manche Dinge ändern sich nicht, John. Ich kann nichts für dich tun. Du kennst die Regeln. Wenn du nicht lieferst, wird es Konsequenzen geben. Kreditorenabteilung, was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Forderung eintreiben. Name des Schuldners? John Wick. Der Auftrag ist jetzt international. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Jetzt gib diesem Mann doch bitte eine Knarre. Du lässt dich mit dem Teufel ein. Er nennt es nicht Rache, sondern Gerechtigkeit. Arbeitest du? Ich fürchte ja. Egal wer kommt, ich werde ihn umbringen. Ich werde alle umbringen. Aber natürlich. An mir soll's nicht scheitern. Kommen Sie ganz nah ran. Denn je mehr Sie zu sehen glauben, desto einfacher ist es, Sie zu täuschen. Ladies and Gentlemen, bei unserem letzten Trick werden wir eine Bank ausrauben. Auf drei werden Sie durch Raum und Zeit zu Ihrer Bank in Paris teleportieren. Eins, zwei, drei. Jeder in diesem Saal hat schwere Zeiten durchmachen müssen. Einige haben ihr Zuhause verloren, ihr Auto. Doch heute Abend werden wir Ihnen einen Teil dieses Geldes zurückgeben. Danke Ihnen allen. Gute Nacht. Keine Bewegung. Hände dahin, wo ich Sie sehen kann. Können Sie mir erklären, wie Sie in 3 Sekunden von Las Vegas nach Paris gekommen sind? Wie sagen die jungen Leute heutzutage? Ach ja, Magie. Ich werde dich dran kriegen. Lektion 1 der Magie. Sei immer der schlauste Kerl im Raum. Ihre Bank war das Ablenkungsmanöver, während Sie den echten Trick vorbereitet haben. Lassen Sie sie auffliegen und machen Sie sie fertig. Moment, Moment. Okay, doch nicht. Okay, danke. Danke fürs Zeitverlieren. Was für ein grandioser Trick es auch ist, er wurde vor langer Zeit erfunden. Ich glaube, das, was als nächstes kommt, wird uns absolut verblüffen. Sehen Sie genau hin. Denn je näher Sie zu sein scheinen, desto weniger werden Sie tatsächlich sehen. Weißt du, was ein Kopfgeldjäger ist? Du tötest Leute und kriegst dafür eine Belohnung? Je böser die Leute, desto besser die Belohnung. Ich suche die Brittle-Brüder. Ich weiß nur nicht, wie die aussehen. Aber du schon. Sie haben meine Frau gefangen und verkauft. Aber ich weiß nicht, an wen. Calvin Candy. Das ist der widerliche Gentleman, dem sie jetzt gehört. Broomhilda ist mein Eigentum. Und mit meinem Eigentum kann ich tun und lassen, was immer mir gefällt.
Hilf mir, die Brittle-Brüder zu finden, und ich helfe dir, deine Frau zu retten. Es kann losgehen. Ich bin Dr. King Schulz. Das ist mein Gehilfe Django. Kommen Sie zu uns. Wir haben gerade einen Kampf. Das ist ein hübscher Zeitvertreib. Wo haben Sie den aufgetrieben? Eine glückliche Fügung hat Django und mich zusammengeführt. Beweg dich. Ich habe schon von dir gehört. Du machst mich neugierig. Ich bin neugierig, was sie neugierig macht. Irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Die Jungs sind so viele Meilen geritten und haben richtig Ärger bekommen, nur für dieses Mädchen. Hey, süßer Troublemaker. Du teuflischer kleiner Charmeur, du. Die verarschen sie nach Strich und Faden. Ich war mein Leben lang umgeben von schwarzen Gesichtern. Ich habe mich immer gefragt, wieso machen die keinen Aufstand und töten die Weißen? Wer weiß, was noch passiert? Ihr kommt hier nicht lebend raus. Hat einer noch extra Kapuzen dabei? Nein, keiner hat extra Kapuzen dabei. Man wird doch mal fragen dürfen. Krieg ist eine schmutzige Sache. Da halte ich mich dran. Jetzt wird es schmutzig. Wie heißt denn du? Django. D-J-A-N-G-O. Das D ist stumm. Nur in Begleitung von Erwachsenen.